Willkommen zurück zu Warhammer Space Marines. Ja, hier sind wir das letzte Mal, haben wir hier aufgehört, weil wir da einmal gestorben sind da vorne. Und hoffe mal, dass ich das jetzt besser hinkriege. Naja. So, da sind nämlich hier die Dicken. Na, bleib doch mal stehen. So. Vielleicht mal ein bisschen weiter hintergehen. Bin gleich schon wieder tot. Ich weiß es nicht. Wie weit können die ihre Granaten schießen? So, ein paar sollten doch hierher kommen, ne? Sollten hierher kommen. Brauche ich aber einen, der mir Leben wieder gibt. Und da ist aber noch ein, großer. Uiuiuiui. Jetzt mal mein Dings wieder. So, vielleicht sollte ich ja die Waffe nehmen. Aber was haben wir noch? Ja, die Waffe vielleicht. Mehr nötig. Müssen wir aber einen übrig lassen. Ist da noch ein großer? Lass den mal. Zeit zu sterben. So, da haben wir ein bisschen Leben wieder gekriegt. Jetzt glaube ich, habe ich mich besser angestellt. Jetzt ist auch die Musik vorbei. Noch mehr Brocken. Brocken? Ach, da unten. Leute, lasst mir aber einen übrig. Ah, hier. Muss hier echt langsam in Deckung gehen. Jetzt kommt nur Sonne.
kann man nicht mal einfach so reinmetzeln. Sicher ist sicher, also ich werde jetzt nichts mehr riskieren, so groß. Jetzt kamen nur diese roten und die kann man ja nicht mal, von denen kann man nicht mal leben, glaube ich, wiederholen. Spinnen wohl. Voll die Möhre. So. Muni. Oh Mann, oh Mann. Jetzt wird es langsam härter. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte einen Schwierigkeitsgrad schwerer genommen. Obwohl zwischen leicht und normal ist nicht so ein großer Unterschied. Aber ich möchte das Spiel hier nicht in schwer spielen, ey. Da haben wir wieder einen. Wieder mal ein. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? 15. So. Gute, schöne, glatte Zahl. Aber wahrscheinlich massenweise vergessen. Aber keine Ahnung, wo die sich alle befinden. So, wenn Sie verletzt sind, kehren Sie zu Ihrem Quartier zurück. Der Maschinen- hat dann mein Laser wieder 15 Schuss, ja, okay. Hat er hier gerade. Ich wollte eigentlich. So zeigt dann das immer nur so kurz an. Aber ich glaube, wir sind eh voll gewesen. Arbeiter der Klasse 9 und darunter haben keinen Angriff. Ah ja, hier kommen bestimmt wieder ein Haufen. Wir können ja auch mal in den Modus. Aber jetzt sehe ich gar nichts. Jetzt sehe ich gar nichts. Man kann den Modus auch nicht unterbrechen. Ja, da habe ich gar nichts gesehen. Da war zum Beispiel noch einer. Oh, was haben wir da oben? Komm, Dicker. Der Laser ist echt gut, ey. Also gegen so einen großen. So. Ja, jetzt ist es leer. Kann ich da vielleicht noch mal zurück, mir neue Muni holen. Für die Waffe hätte ich gern Muni. Ja, danke. Oh je. Das ist super. Habt ihr gesehen, da sind ja jetzt nur noch diese Bossgegner. Den haben wir. Ist da wieder einer runtergesprungen von den Großen? Bitte sehr, machen wir doch gern. Ich höre aber noch. Ich hole mir mal da vorne die Muni. So, und da hinten ist auch noch Muni. Na, sagen wir mal, es wird langsam Zeit, Grün heute im Anmarsch. Vorsichtiger zu spielen. Sonst überlebt man hier nicht lange.
Alter. Ich bin schon fast tot. Ich bin schon wieder fast tot. Gibt's gar nicht. Lassen Sie mir wenigstens noch was übrig. Also nicht so einen dicken, sondern einen kleineren. Hier alles hochjagen. Nicht, dass uns das noch zum Verhängnis wird. Da hätte man auch. Ich habe es aber nicht gesehen. So. Da müssen wir hoch. Hier ist aber noch ein Kopf. 4 von 5. Oder haben wir ja... Ja, haben wir ja richtig gut was mal gefunden. Einer würde noch fehlen. Frage ich mich gerade, ob der noch kommt oder... Boah, ich bin sowas von tot, Leute. Na, mal abwarten. Und das sieht mir hier aus wie ein großes Schlachtfeld hier. Dieses Mal auf einem Massengrab. Doch, Rogan wollte sich an diesem Monument treffen. Zwischen dem Platz, wo wir uns treffen wollten, und hier liegen wahrscheinlich noch massenweise Orks. Ich leg euch vor. Ja, sag ich doch. Hier, guck mal. Guck mal. Sicherheitshalber noch einmal nachgeschossen. Die schießen ja auch mit so Granaten nur noch, ne? Wo bleiben denn hier die normalen Orks? Wo ich immer ein bisschen Leben wieder kriege. Oh, da hinten. Gibt's gar nicht. Ich fühle mich total unwohl hier mit so wenig Leben. Gamma heißen Sie willkommen. Krematorien 15 bis 48 arbeiten mit voller Kapazität. Auch da ist der. Ja, prima. Ja, da vorne könnte es aussehen wie nahkampfmäßig wieder. Oder er hat hier alles schon abgeschlachtet. Vielleicht haben wir ja danach wieder volles Leben, das wäre schön. Inquisitor Drogan, wir müssen Sie von hier wegbringen, bevor wir von Orks überrannt werden. Sie waren der unabgeschirmten Energiequelle ausgesetzt. Im Generatorraum, ich habe es gesehen. Sie haben pure Energie des Warps berührt. Wie können Sie noch leben? Die Energiequelle nutzt Warp-Energie. Das Material des Chaos. Ketzerei. Meine Arbeit gegen die Xenos hat den Segen des Imperiums. Kann Ihre gesegnete Arbeit uns gegen die Orks helfen? Meine Forschung steht unter äußerster Geheimhaltung. Das Imperium verbietet ihre Nutzung ohne Genehmigung. Betrachten Sie das als Ihre Genehmigung. Wie Sie meinen. Die Energiequelle treibt in meiner Forschungseinrichtung eine experimentelle Waffe an. Die Psi-Geißel. Sie könnte die Orks zerstören. Und warum haben Sie diese Geißelwaffe nicht schon früher erwähnt?
Die Psi-Geißel wurde noch nie getestet, Sergeant. Bei einer Fehlfunktion könnte sie den Planeten in zwei Teile zerbrechen. Wir haben keine Wahl. Wir feuern die Waffe ab und riskieren es. So, ich habe wieder volles Leben. Ah, oh, danke. Laboratorium. Das ist weit von hier. Wir brauchen eine Transportmöglichkeit. Captain, wir sind nicht weit von dem Platz, zu dem Leutnant Mira wollte, dem Sammelpunkt der imperialen Armee. Ah, ich denke mal, werden Walküren haben. Geht's wir weiter? Ah, nee, da geht's fliegen. Weiter. Suchen wir den imperialen. Moment mal. Von wo bin ich denn vorhin gerade? Von da bin ich gekommen. Okay. Okay, na gut, ich sehe jetzt hier nichts weiter. Auch nicht hier um die Ecke. Okay, dann mal weiter. Mit voller Energie. Könnte sein, dass hier wieder so eine Räume kommen. Der ist zu. Der ist zu. Der ist aber auf. Und hier ist nichts drin. Wie könnt ihr mir das antun? Der ist auch auf. Ach, jetzt kommen Räume, wo gar nichts drin ist. Okay. Na gut. Ja, wir haben die pure Energie angefasst und sind nicht gestorben. Ja, weil wir halt voll der geilste Typ sind, ne? Aber irgendwie gebracht hat mir das nichts im Kampf. Vorhin wäre ich was gestorben. Naja. Wenn jetzt immer nur diese Großen kommen, ist ja auch nicht gerade nett. War das mal eine Kirche hier? Ja, fehlt bloß sehr viel davon. So, das ist jetzt ja eindeutig jetzt ein neues Gebiet, weil eine Sequenz kam, ne? Also haben wir den letzten Schädel da von dem Gebiet nicht gefunden. Ah, jetzt geht's wieder hier runter. Muss das sein? Da, ich kann die Versorgungsposten 6 und 8 nicht erreichen. Okay, ich höre auf jeden Fall unsere Leute. Ah, ich glaube, da unten gibt's wieder normale Orks. Kann ich da nicht runterschießen? Doch. So, na gut, wir gehen mal lieber runter. Ich erkenne hier oben sowieso kaum was. Helfen wir mal den Soldaten. Kurz hier hinten gucken. Ah, ich traue euch nicht, Leute. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay. Hier scheint wirklich nichts zu sein. Sind da jetzt... Nee, Menschen. So ein Düsenpack. Alter, ich bin gleich schon wieder am Verrecken hier. Komm hier, kriegst du einen Laser am Arsch. Jetzt kommt endlich da runter, ihr Bescheuerten. Ah, da kommen sie endlich. So, jetzt kann ich ja endlich hier. Gib mir dein Leben wieder. Aber da oben sind immer noch welche. Oh oh, oh oh. Die mit ihren Raketenwerfer.
voll scheiße. Da oben. Warte mal. Da. Da ist einer. Da ist einer. Hier hätte man zuerst wegdonnern sollen. Der ist auch weg. Kaum zu glauben, dass wir das überlebt haben. Boah, Alter, ey. Ah, Sequenz, danach haben wir wahrscheinlich wieder volles Leben. Inquisitor, Ihre Wunde bremst uns. Ich schaff das schon. Brüder, bringen Sie ihn zu den Valkyren. Ich lenke die Orks ab, wir treffen uns dort. Dann geben Sie die Energiequelle dem Sergeant, Captain. Nein, Drogan. Der Ork-Häuptling wollte die Energiequelle. Wenn die Orks sehen, dass ich sie habe und nicht sie, werden sie mir folgen. Abrücken. Genau, und wir haben wieder volles Leben, geil. So, hier... Entlang, mein Lord. Aber das ist Ork-Territorium. Ja. Ach, das sind doch normale. So, ich muss nämlich hier jetzt erstmal einen Schnitt machen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Warhammer Space Marine. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.